Die 1000 habe ich beim letzten Mal nicht ganz voll gemacht. Nee, da habe ich dann gesagt, ach ja, komm, ist ja jetzt schon 3 Stunden vorbei und so, ne? Heben wir uns das so ein bisschen als Auftakt für zum nächsten Mal auf. Und ich sag's auch nochmal, ihr könnt euch ja mal überlegen, was ich danach vielleicht spielen sollte. Nein, aber Dark Souls 1 wird es heute noch nicht geben. Wie gesagt, ich hätte vielleicht halt noch Alien Trilogy im Petto, das, was ich ja im Überraschungsstream gestreamt habe. Wenn ihr darauf Böcke hättet, wenn nicht. Es gibt auch viele alte Adventures und so weiter. Meine Sammlung ist ja entsprechend umfangreich. Da wird sich bestimmt was finden. Oder manchmal kann man sich auch nicht entscheiden, wenn man so viel Auswahl hat. Aha, wir haben einen Kronleuchter entdeckt. Ach, jetzt habe ich euch nicht gefragt, welche Tür, und bin einfach mal links gegangen. Bei der nächsten Auswahlmöglichkeit, links, Mitte oder rechts, was sagt ihr? Ah, hier haben wir links und rechts, okay. Da lasse ich euch mal wieder entscheiden. Also, die Mitte fällt natürlich weg. Dark Souls 2 etwa? Nein, das auch nicht. Doch, lieber erst nochmal was Retro-artiges. Keine Ahnung, Cosmos Cosmic Adventure. Kent's Labyrinth müsste ich erst gucken, ob ich die gefixte Version installiert habe. Mitte. Boing! Uah, uah. Behemoth ist schuld, er hat gesagt Mitte. Ich versuch's nochmal. Boing! Ah, guck mal, da, ich hab einen Schrammen in die Wand reingedonnert. Was? Okay, rechts, gut. Na, you are here, das hilft uns weiter, wie immer. Weil wir eben rechts hatten, nehme ich jetzt links. Wackelpeter. Besser Wackelpeter wie Hackepeter, ne? Dann kommt der China, das will ich überhört haben. Ja. Ja, genau, für China müssen wir eigentlich eine Runde Match spendieren, ne? Okay, Behemoth hat Mitte gesagt, nehmen wir Mitte. Ah, gut. Wir haben hier unsere Einzelzelle. Sehr schön. Ja, also die Putzfrau hat mal wieder aus, oder der Putzmann. Hier herrscht ja Gleichberechtigung. Hm. Es hängt wieder nichts an der Decke. Schade. Hätte man ja mal Batman hinhängen können. Batman mit seinen Lederbuchsen. Ja, das, in Schweden heißt er Lederlappen. Ah, nein, 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 da die Türen verschwinden, das Rindviech. Nein, oh nein, abgeschlossen, auf das hätte ich jetzt verzichten können. Ich habe keinen Rinderburger gefressen, der letzte war ein Chickenburger, ich schwör's. Und auch der Döner. Mettbrötchen, ja. Ja, gut. Gut, okay, die wollten halt nochmal ein bisschen Abwechslung reinbringen. Weg mit der Hirschkuh. Nein, Hirschkuh, das war ja wieder was anderes. Gibt's ja auch. Die Kuh und der Hirsch. Wobei der Hirsch, der war ja halbwegs zahm, ne? Also fand ich. Der ist halt ein bisschen rumgelaufen, man konnte ihn umgehen. Und wenn man nicht zu nah an die Rehe dran ist, war ja auch alles okay. Das mit diesen eingeblendeten Bildern, das sieht ja aus wie eine Kuhleiche. Das ist ja schon ein bisschen makaber. Nicht, dass mir das was ausmachen würde. Nö. Ich mag's makaber. Makaber, gruselig. Manchmal auch ein bisschen assi, ne? Grenzwertig. Hm. Aber jetzt kommt's nicht hinterhergeflogen. Tja, das mit dem Galopp, das waren halt die Pferde, ne? Das waren nicht die Rindviecher. Die Euterschwinger. Ah, Tür links ist bestimmt richtig. Jawohl. Hätte ja sein können, dass sie wieder abgeschlossen war. Das wäre halt blöd gewesen. Hm. Mukai mag's makaber, aber nicht widerlich. Ja, die Grenzen sind fließend, ne? Können wir nicht hier so an der Kette ziehen? Das war doch, bei Risen 1 war das doch so, dass man da die ganzen Geheimtüren dann aufgekriegt hat. Indem man an irgendwelchen Kettengliedern gezogen hat, die... Ja, genau, die teilweise... Ja. Also das ist so hässlich, das wird abgehackt, ne? Also, die waren teilweise gar nicht markiert bei Risen, glaube ich. Was dann ein bisschen fies war, das musste man erst rauskriegen, dass man da dran ziehen konnte. Ja. So, komm. Ich wollte mich auch verewigen. Ich wollte einen dritten Schlitz reinmachen. So, für den Mund, aber geht wohl nicht. Ich bin halt kein zart beseiteter Künstler. Doch, bin ich. Ja. Kein Zettel hinten dran. Hm. Dabei hätte ich mich über einen Liebesbrief... Die Geräusche werden seltsamer. Naja, solange es sich nicht anhört wie Durchfall in den Ohren. Also, wollen die mir was damit sagen, dass die Geräusche ein bisschen
sich verändern. Naja, okay. Das war jetzt halt ein toller Retro-Sound. Ich weiß nicht, das... Auf dem Atari ging, glaube ich, so ein Sound nicht. Das muss dann schon ein NES-Soundchip gewesen sein. War überhaupt mal ein Zettel dahinter? Wenn, dann habe ich ihn wohl verpasst. Dann müsste das ganz am Anfang gewesen sein. Weil solcher hat das ja mal gesagt. Das kann auch sein, dass da was hinten dran hängt. Und seitdem habe ich, glaube ich, immer hinten drauf geguckt. Oder es kommt noch was, wer weiß. Vielleicht ganz am Ende, ne? vielen Dank fürs Spielen oder sowas. Ja, schöne grüne Wände, wer magst du nicht? Das ist ja wie bei so einem Atari-Spiel, ne? Um etwas räumliche Veränderung darzustellen, waren die Wände dann statt braun, waren sie grün. Aber trotzdem viereckig. Also total. Atari, das war... Also wenn ihr auf dem PC schon manches pixelig findet, Atari, das war der Großvater, ne? Der Atari 2600. Ja, was meint ihr? Links oder rechts? Das hier meint, wir sind... Ja, sind wir eigentlich dann in der Mitte, ne? Dieses kleine Pixelchen... Dieses kleine Kästchen. Ja, der Mega-End-Pub-Gegner, ich weiß nicht. Vielleicht finden wir ja auch eine Sichel im Wald und damit müssen wir dann das Viech erledigen. Das könnte ja auch sein. Links. Okay, dankeschön. Links war es die richtige Entscheidung. Ach, da ist wieder unser 1, 2, 3, 5. Das sollte ich mir wohl merken, ne? Also hier ist wieder Weichlappenfontanelle, unser alter Freund. 1, 2, 3, 5. Okay, das ist bestimmt ein sicheres Passwort, weil da wird sich jeder fragen, wo ist die 4, ne? 13, ist das neu? Das ist neu, das hatten wir noch nicht. Das ertränkt. Eine alte, im Wasser lebende Kreatur, von der man glaubt, dass sie eine verlorene Seele ist, die during the Deluge tragisch umgekommen ist. Was ist ein Deluge? Kann mir das mal jemand übersetzen? Sehr effektiv gegen Subjekte, die nicht schwimmen konnten oder die auf das Heranlocken der Kreatur hereingefallen ist. Also ich weiß ja, in der osteuropäischen Mythologie gibt es ja, glaube ich, diese Rusalka oder sowas. Das ist auch so ein Wassergeist. Sieht halt aus wie eine nackte, hübsche Dame und die lockt dann auch die Leute ins Wasser und ertränkt sie dann. Funktioniert besonders gut bei Männern. Ach, diese 30-Spiele-Kassette, die hatte ich auch toll auf dem Atari. Deluge, Sintflut. Okay, danke, Behemoth. Gut, also während der Sintflut gestorben. Das... Das Haus selbst ist ein Monster? Ein altes viktorianisches Anwesen, das sich um seine Umgebung also selbst aufbaut. Okay. Dieses Monster sucht sich manchmal einen Gastgeber aus, den es beherrscht und benutzt, um die Subjekte halt anzugreifen. Und nimmt natürlich auf Bezug auf die Charakteristiken des Hosts. Also das ist der Host, der Gastgeber ist dann wohl spooky oder wie? Weil das steht ja jetzt nicht dabei, dass der Gastgeber lebendig sein muss, also ein Mensch oder sowas. Nicht viel ist über die Herkunft des Anwesens bekannt. Da muss wohl früher mal ein Massaker oder eine Tragödie passiert sein, davon gehen sie zumindest aus. War sehr effektiv, aber ja, enthält zu viel Variation, um eine ganz sichere Methode der Extraktion darzustellen. Extraktion, was? Achso, die Seelenextraktion, ne? Die wollten ja irgendwie Seelen sammeln. 57 Tote erst, okay. Also auch hier war das Rindvieh wieder viel effektiver. Tschüss. Okay. Ja, okay, und das kennen wir ja. Das Rindvieh hat am meisten gekillt. Ja, das hatten wir auch. Ich wollte nochmal nach Nummer 11 gucken, aber das... Ne, Nummer 9. Ja, das ist das, das angeblich rausgenommen wurde, ne? Dass das nicht mehr existiert. Hm. Na, hoffen wir mal, dass das auch stimmt. Moment, Modify House Layout. Können wir da jetzt was machen? Ich glaube ja eigentlich nicht, ne? Vielleicht, wenn wir das Spiel mal durch haben, hä? Naja. Die anderen Computer tut sich nichts. Ich habe vergessen zu fragen. Links oder rechts? Was meint ihr? Also das Anwesen selbst ist auch ein Monster. Das ist irgendwie ein bisschen eine clevere Wendung, ne? Das würde auch erklären, warum es vielleicht von außen nicht so viel Platz belegt, aber innen dann ewig viele Räume hat und so, ne? Weil sich's einfach verändert mit dem, der halt gerade darin gefangen ist. Rechts, okay. Das könnte dann nämlich ja alles wirklich quasi eine Halluzination sein, bloß mit anderen Monstern oder so. Keine Ahnung. Ja, immerhin schön, dass sie sich was dabei gedacht haben. Dass sie zu jedem Monster eine kleine Geschichte haben. Ich meine, es gibt ja auch so diese Geschichten, dass ein Haus eine Seele hat und so weiter. Und vielleicht hat dieses Haus nur eine ganz böse Seele abgekriegt, ne? Okay, links, Mitte oder rechts?
Aber ich meine, wenn ein Haus böse ist, was macht man damit? Brennt man's ab? Hackt man's klein? Aber dann gibt's ja auch diese Horrorfilme, wo es heißt, aus den Einzelteilen von irgendwas Verfluchtem wurde irgendwas anderes zusammengebaut und das war dann auch verflucht und ja. Mitte. Okay, da seid ihr euch ziemlich einig. Tohel, von dir, das rechts, das war noch auf vorhin bezogen, glaube ich, ne? Also auf die Tür davor, ne? Keep that blood pumping. Lass das Blut pumpen, ja. Hauptsache, ich muss es nicht sauber putzen. Ich meine, eigentlich nur noch 100 Räume, das ist ja wirklich... Puh. Das ist 5, genau. Knarz, Knärschel. Wenn das Seil reicht, ziehen wir schneller unten. Ach, das sind wir aber auch schneller bei Spooky, ne? Okay, was wird uns hier erwarten? Dead Song. Habe ich das Geräusch gut nachgemacht? Okay, neues Interieur. Das begeistert mich, ja. Aber das kennen wir. Das ist alt. Langweilig. Langweilig. Also irgendwie, diese Pop-Up-Pappkartons, die machen wir heute keine Angst. Wenn da mal so ein richtig böses Geräusch dabei wäre. Einmal hat es ja, glaube ich, funktioniert am Anfang. Ja, nee, hängt auch nichts an der Decke. Hm? Ja, jetzt ist die Decke gefliest und der Boden geholzt, okay? Verkehrte Welt. Hätte ich andersrum gemacht. Ach, guck mal. Was hat sich denn verändert? Modify House Layout geht immer noch nicht. Vielleicht müssen wir das am Ende machen, um rauszukommen, ne? Ja, und hier geht's auch nicht weiter, dann bleibt's hierbei, ne? Ja, ey, wie soll uns der Ertränkgeist jetzt kriegen? Also ich meine, der soll uns ja locken, ne? Müssen wir dann weggucken? Müssen wir in eine bestimmte Richtung laufen? Oder müssen wir vielleicht E drücken, damit wir nicht drauf reinfallen? Oder gehen wir einfach nicht auf irgendwas zu, was sehr verlockend aussieht, ne? Wenn da jetzt zum Beispiel eine Käseglocke auf dem Tisch steht. Da ist ein toller, leckerer Käse. Wasser, und ich gehe drauf zu, ich Idiot, ne? Alles klar, alles klar. Research Report, also Forschungsreport 1. Mehr Wale werden morgen in die Fabrik verschifft. Eine für die Gesundheitsinspektion und zwei, die schon tot sind, für die Autopsien? Was haben jetzt Wale damit zu tun? Mehr und mehr gestrandete Wale tauchen auf, überall um die Inseln herum. Und ich finde nicht heraus, was daran schuld ist. Das Monster? Nur was hat's gegen Wale? Vielleicht kann das auch, vielleicht kann sich das auch umändern, dass es Leute an Land lockt, statt ins Wasser, ne? Ja, gut, ich gehe mal links. Er ist bestimmt eh wieder abgeschlossen. Das Geräusch hört sich vollkommen anders an. Nicht, ja, okay, ich versuche nicht, den Zonk nachzumachen. Mann, sind hier viele Türen. Ach nein, da kommt dann wieder der Schleichhannes, hä? Hm, das ist mal erfrischend hell. Ach, da ist Wasser außen, ne? Ich denke doch, dass das darstellen soll. Forschungsbericht 4 ist wahrscheinlich korrekter übersetzt. Wal 15D ist früher gestorben, als ich erwartet hatte. Während ich, while I was on holiday, ja, also während ich im Urlaub war. Ja, das kommt von dem ganzen Müßiggang, ne? Ich bereue es nicht, hier gewesen zu sein, aber ich hatte gedacht, es würde noch wesentlich länger leben. Das Team hat die Autopsie durchgeführt und hat gemeint, es sehe nichts falsch aus mit den Lungen. Also an den Lungen wäre eigentlich alles okay. Aber der Magen hatte ein rundes Loch, etwa 2 Fuß im Durchmesser. Direkt bis zur Außenseite des Was? Hat sich was von innen nach außen gefressen, oder wie? Okay, die denken, ein Parasit verursacht den Tod bei dem Wal, aber ein Loch mit 2 Fuß Durchmesser. Ich meine, das würde jetzt an das Grießpudding-Monster erinnern, wie wir das erste Mal gesehen haben. Da sah das ja so ein bisschen aus wie so ein Pac-Man, ne? Aber, oh. Ja, als er gestoppt hat, als der Wal ankam, es freut mich, dass es euch amüsiert. Ja, damit habe ich eigentlich im ersten Moment nicht gerechnet, dann so mit so richtig animierten Außenansichten. Also klar, das ist halt so ein Sprite gewesen, der da halt drüber gerutscht ist, aber irgendwie, das war toll. Okay, gehen wir mal hier rein. Broken, hey, wie ich. Broken and locked, das kann man übereinander legen. Und dann steht da booked. Dann sind wir gebucht. Wir sind gebucht. Endlich Erfolg. Osel wird gebucht. Na, Bullshit. So viele Zettel. Das sind dann Forschungsreport 2 und 3 oder wie? Ach, wie toll. Sind wir jetzt bei Amnesia, das ich eigentlich noch nicht gespielt habe. Forschungsbericht 2. Wal 14D hat kleine, ja, Bissspuren. Also so Gebissabdrücke. Die kommen wohl von einem anderen kleinen Säugetier.
Aber das Seltsamste an ihnen ist ihre Platzierung. Sie scheinen in gleichmäßigen Reihen auf der Innenseite des Walmagens platziert zu sein, ungefähr 5 Fuß weit weg vom Boden der Magenschleimhaut. Ja, so übersetze ich das jetzt mal. Also wirklich, als hätte sich was von innen nach außen gefressen, oder was? Wie, wo? Ich breche mal heute auch wieder einen ab, aber die Sätze sind manchmal auch ein bisschen komisch formuliert. So, Forschungsbericht 3, Wal 15a. Lebt immer noch, aber, ja, kriegt manchmal Anfälle, also fuchtelt dann ganz wild rum und geht mehr an die Oberfläche, als eigentlich normal und natürlich wäre. Also, wie wenn er Krämpfe hätte oder so, würde ich das jetzt einordnen. Ich glaube, da ist ein Problem mit seinen Lungen, ja, aber er hat keine Werkzeuge, mit dem er das überprüfen könnte, ohne dass der Wal stirbt. Okay, ich werde ihm gestatten zu sterben, durch was auch immer die diese Probleme auslöst und dann eine Autopsie vornehmen, ja. Ich könnte mir ja denken, wenn da was am Magen rumkaut, das fühlt sich nicht so toll an. Ich meine, der Wal, der da vorbeigeschwommen ist, der sah jetzt nicht unbedingt tot aus. Außer er ist halt einfach nur vorbeigetrieben, könnte ja auch sein. So, Auszug 4132. And then I watched carelessly as the sea rose above the sky. Also dann habe ich sorglos zugesehen, wie der See sich über den Himmel erhob, waving shadows over the world und Schatten auf die Welt warf. Ich sah die Silhouetten von Kreaturen, die mir bekannt und vergessen vorkamen. Und dann sah ich mich selbst, also fiel ich nach oben in den Ozean der Dunkelheit. Okay, da wollte einer dichten, oder was? Ich meine, ist ja auch eine schöne apokalyptische Vorstellung, ne? Und Sintflut hatten wir ja schon. Uiuiui. Ihr habt, was? Leicht sadistische Seancen? Anwandlungen? Seht ihr, das machen die Souls-like-Spiele mit euch. Amnesia, wirst du da, das danach spielen? Amnesia, ich weiß nicht. Aber Amnesia, ehrlich gesagt, ich glaube, ich habe es gar nicht installiert. Das will ich jetzt dann nicht extra runterladen. Aber ich kann es mir ja mal in den Hinterkopf schreiben, mal gucken, wie das mit dem Streamen so läuft. Das hier hatten wir schon. Ich habe irgendwas übersehen. Irgendwo liegt bestimmt ein Schlüssel oder so. Moment, da die Kombination. 1, 2, 3, 5 war es, ne? Das geht ja gar nicht bis 5. Moment, wie war dann der andere Code? 4, 1, 2, 3 war das eben, ne? Oder? Nein? Muss ich das irgendwie bestätigen? Nein? Ich hab wohl was eben nicht beachtet, oder wie? Oder mir fehlt noch was? Den Horrormittwochen. Ich spiele alles. Oder sagen wir fast alles. Ich glaube, bei Virtuous Last Reward wäre ich durchgedreht. Das ist gut, dass der Yolum das macht. Also Broken. Hier brauchen wir den Code. Also ich hoffe nicht, dass ich da was übersehen habe, aber... Ich meine... Hoher Wasserdruck. Okay. Ach, müssen wir dann vielleicht am Ende sogar schwimmen? Oder kriegen einen Taucheranzug? Das könnte ja auch sein. Ja, also hier... Oder soll ich daraus, aus den Zahlen und Buchstaben, die wir da haben, soll ich da irgendwie einen Code zusammenbasteln? Ich glaube doch mal nicht. Der steht doch bestimmt hier irgendwo Klartext. Losel und Rätsel lösen, das müssen wir nicht haben, ne? Also 4132 ist hier. Hatte ich das nicht eingegeben? Hab ich irgendwas übersehen oder denke ich einfach nur nicht richtig nach? Ne, also nur die Anfangsbuchstaben lesen oder sowas, da kommt auch nichts dabei raus. Soll ich nochmal 4132 probieren? Aber das hatte ich eben, glaube ich, ne? Und hier ist eine Gasleitung. Abgeschlossen? Ja, vielleicht habe ich irgendwo auch einen Schlüssel liegen lassen. Vielleicht sollte ich einfach mal auf den Boden achten. Und ich will aber nicht zu nah hier an die Wasserbecken gehen. Wer weiß, was da am Ende rauskommt. Ja, nee, die Zettelchen hatten wir auch schon. Also hier sehe ich auch keinen Schlüssel. Kaputt, hier war ja der Wal. Ja, wenn ich mich nicht täusche. Tja, und ob jetzt das Monster dieser Parasit ist, der angeblich die Wale gekillt hat oder was? Oder ob das andere Viech war? 4132. Na also, geht doch. Habe ich vorhin 2 und 3 vertauscht, kann das sein? Wahrscheinlich, ne? Hier wäre ein Schlüssel. Moment, erstmal lesen. Forschungsbericht 5. Okay, also die Fabrik braucht unbedingt mehr Ingenieure.
Wir haben einen ganzen überfluteten Block und einige wichtige Mitarbeiter sind verschwunden. Die werden tot sein, da gehe ich doch mal von aus. So, Schlüssel, wo waren die abgeschlossene Tür? Die war broken. Die war auch broken. I'm broken, broken. Das war, ach Gott, wie hießen die nochmal? Die auch Punkrock-Song geschrieben haben. Ich komme gerade nicht drauf. Aha. Waterpump-Control, dann können wir den Block jetzt entfluten, oder wie? Forschungsbericht 6. Ich höre ein Mädchen oder ein Tier oder irgendwas. Es singt zu mir. Es, ja, bleeding, das ist so ein bisschen, es fleht mich an, dass ich rauskomme aus meinem verschlossenen Zimmer und mich von den leicht wogenden Wellen, ja, beruhigen lasse. Naja, finde ich jetzt nicht so klasse. Aber noch hat mir ja auch keiner die Ohren voll gesungen, also bin ich wohl sicher. Okay, jetzt ist abgepumpt, dann kann ich jetzt also durch die Mitteltür hier durch. Jo. Und hier kommt dann das Monster, ne? Und ich darf nicht nachgeben, wenn es mich ruft und... Okay. Ach, jetzt sag mir nicht, das taucht auch ab und zu einfach mal so im Wasser auf und dann muss man sich hier hochretten, oder was? Okay. Okay, ich muss wenigstens nicht E drücken, der stellt sich automatisch auf die Kisten. Ich denke, das ist für euch interessant, falls ihr das mal spielen wollt. Könnte da was im Dreckwasser unten drunter liegen? Weiß nicht, die Geräusche und die Musik, das gefällt mir wieder nicht so ganz. Gutes Sound Engineering, hä? Wenn es einen so ein bisschen unruhig macht. Forschungsbericht 7. Alle Mitarbeiter sind verschwunden, nur ich bleib noch übrig. Ohne Grund bleibe ich hier. Und widerstehe dem Ruf, der hinter der verschlossenen Tür, hinten rauskommt. Aber ich werde verbleiben, solange ich kann. Nicht diese Tür öffnen, ja toll. Und was machen wir natürlich? Wir öffnen die Tür, wetten? Irgendwann. Müssen wir bestimmt. Hallo, du geiler Schlüssel. Noch ein Schlüssel? Jetzt passiert doch gleich was. Raum 910. Mhm. Honey, I'm home. Na dann Tür auf. Ja, ich meine, hinter den anderen Türen waren wir ja, ne? Ja, öffne nicht die Tür. Oder am Ende ist der Typ, der die Notiz geschrieben hat, dahinter. Wer weiß. Oder es geht gar nicht um diese Tür. Aber die Musik hat sich geändert. Beziehungsweise sie ist ganz weg. Aber sehen du nicht mal nix. Oder rumpelt da was leise im Hintergrund? Nee, ich glaube nicht. Ach, guck mal da. Ja, von hinten sieht's zwar nett aus, aber ja. Wie sagt man so schön? Von hinten lockt sie, von vorne schockt sie, ne? Ach, die dreht uns immer in den Rücken zu. Wie so ein alter Sprite. Ja, das kenne ich aus Shadow Warrior. Ja, wie geht's jetzt hier weiter? Ich will doch jetzt nicht zu der Tante da hingehen. Ich verknuspert mich doch zur Fischbe. Wenn ich doch nur eine Bratpfanne dabei hätte, um mich zu wehren. Kuchen holen? Ihr habt Kuchen? ich muss doch jetzt nicht an das Viech drangehen, oder? Das wäre doch jetzt eigentlich das Dümmste, was man machen könnte. Aber hier, die Tür, die geht nicht auf. Ja, besten Dank. Das habe ich mir ja in etwa gedacht, aber... Bringt mir das jetzt was? War bei Amnesia nicht auch sowas im Wasser? Habe ich sowas nicht mal gesehen? Na komm, auch wenn wir Seepferdchen nicht haben. Okay, jetzt schwimmt's hinter mir her. Ja, aber was soll ich jetzt damit machen? Ah, jetzt geht die Tür auf. Man muss es auslösen, damit es einen verfolgt, damit man durch die Tür kann. Das, also Leute, das ist etwas hanebüchen. Das finde ich jetzt mehr als dämlich. Aha. Wir können aus mehreren Richtungen kommen. Okay. Ja, erstmal eine Übersicht hier über den Raum kriegen. Wahrscheinlich schwimmt das sogar schneller, wie ich rennen kann, hä? Wir wollen ja eine stete Herausforderung haben. Kommst du von hinten oder kommst du von vorne? Von hinten, okay. Von hinten, da habe ich zwar keine Augen, aber ist schon in Ordnung. Aua. Oh, es gibt Apfelkuchen von Jollum. Aber ich habe doch vorhin gerade erst gegessen. Was sage ich denn dazu bei der schlanken Linie? Stolz Hunger drüber, sagt die schlanke Linie. Da unten, das sieht aus, als wäre da ein kleiner Abfluss. Ah, okay, Ausdauer. Darf sich ja mal ein bisschen erholen. Da wetten dann ein paar Räume weiter, werden die Kisten weniger. Da muss man dann bessere Sprints hinlegen. War da was auf der Kiste? Ich glaube nicht, ich hoffe nicht.
Na komm, geh durch. Wenn wir schon mal da sind. Ja komm, ist jetzt auch nicht gerade schnell, das Monster. Könnten wir dem nicht irgendwie so einen Außenbordmotor auf den Rücken schnallen? Nee, dann flatscht's noch in die Wand. Und natürlich akustisch, es macht's auf sich aufmerksam. Es schleicht wie ein Zwerg, falls es schleichen will. Ja, ja, ich geb Ruder hinten. Ich lass mir doch jetzt nicht von der wässrigen Schlampe den Chaos machen. Aber die Herrin der Seen, ne, die... Scheiße. Die könnte mir ja das Zepter überreichen, damit ich König werde. König von Briten. Wir alle sind wir Briten. Und ich bin euer König. Ja, und ich bin euer König. Ich hab euch nicht gewählt. Ich wurde nicht erwählt. Ich wurde nicht gewählt. Ich wurde auserkoren. Ja, yeah, bla bla bla. Spontan kriege ich Lust auf Sushi. Das wären gerade fast gute Famous Last Words geworden. Dass ich sie beschimpft habe und sie mich dann angegriffen hat. Ich meine, sieht ja nur aus wie eine Frau, muss ja keine sein oder keine gewesen sein. Könnte ja vielleicht einfach nur Boshaftigkeit sein, die irgendjemand mal aus der Peristaltik gespült hat. Mhm. Der Dämon, der in meinem Anus haust. So. Ja. Na gut. Wenn jetzt noch das Rindviech dabei wäre, dann wäre das wieder eine ganz andere Herausforderung, weil dann könntest du ja nicht so lange stehen bleiben. Was? Da hat doch gerade irgendwas Geräusche gemacht. Aber was war es? Da war doch ein Wäh oder sowas. Oder täusche ich mich? Oder war das mein Sessel? Das habe ich jetzt während meinem Gelaber und dem... Da war es schon wieder, ja. Ist das die Tür? Ist das das Türgeräusch? Weil ich laber da drüber und dann ist die Musik und dann splasht es hier noch, ne? Ja, ja. Lass ich mich voll auf eine falsche Spur bringen. Ja, das war jetzt eben auf jeden Fall die Tür. Okay. Wäre ich doch besser links gegangen. Na, wo bist du? Na, egal. Ich meine, es macht ja immerhin keinen Insta-Kill. Hör doch mal auf. Wollen wir nicht Freunde sein? Ich gebe dir auch einen Strohhalm, damit du dich selbst trinken kannst. Mein Gott. So ein Getrüttelten, ne? Wie man dann für die tollen Beach-Cocktails kriegt. Hi, Razor. Schön, dass du da bist. Ja, wir machen gerade das Ende von Spooky's House of Horrors. Noch 71 Räume jetzt. Und dann keine Ahnung, was danach. Also Dark Souls mal nicht. Zumindest nicht heute. Nee, dann wollten sie Amnesia. Aber wie gesagt, das habe ich im Moment nicht installiert. Retro-Spiele habe ich halt eine riesige Menge. Und halt Steam ist auch einiges installiert. Nicht alles. Und ja... Ich wiederhole mich zwar, aber Alien Trilogy wäre ja auch immer noch eine Möglichkeit. Da weiß ich wenigstens schon, dass es irgendwie funktioniert. Weil ich probiere das ja gern vorher aus, ob ein Spiel auch richtig läuft im Stream. Plansch, Plansch, Plansch. L-M-A-A. Aber wenn es mich schlägt, ne, da sieht man nichts, da kriegt man einfach nur Schaden. Ich hätte jetzt gedacht, vielleicht kommt dann die Silhouette kurz mal hoch und sieht dann ganz anders aus. Falsch gedacht. Ja, jetzt bin ich an der Wand hängen geblieben. Stimmt, das haben sie bei der HD-Renovation angeblich auch rausgemacht. Dann kann man nicht mehr an Ecken hängen bleiben. Und es gibt, glaube ich, noch zusätzliche Monster und. Ein paar Verbesserungen. Ein paar neue Levelabschnitte, ein paar neue Effekte und das übliche halt. Was hat Belly gemacht? Belly ist sauber, sehr schön. Hast du dich auch hinter den Ohren gewaschen? Und zwischen den Zehen? Da gibt es doch diesen Comic, wo der Legion das den Shepard Commander fragt. Did you wash behind your ears? Did you wash between your toes? Am I dirty? No consensus was reached? Das sind schon wieder Kisten. Heißt das, jetzt kommt gleich wieder der alte Zappel-Philipp mit seiner Sense? Und wir müssen auch immer noch die Sichel finden, von der die Rede war. Ich meine, ja, vielleicht finden wir die ja gar nicht. Kann ja auch sein. Okay, Belly ist ganz sauber. Sehr schön. Im Gegensatz zu mir, ich war noch nie ganz sauber. Ach, wie beruhigend. Also, wirklich, es kann ja nicht mehr lang dauern. Aber wer weiß, am Ende wird der letzte Raum riesengroß oder so ein totaler Irrgarten oder sowas. Keine Ahnung. Oder man braucht 20 Versuche. So, dann wieder diese ganze Geschichte von wegen Pattern auswendig lernen und richtiger Angriff zur richtigen Zeit und so Kram, ne? Okay, das Bild kennen wir schon. Das Geräusch im Hintergrund, ich weiß nicht, ob ich das schon kannte. Das kennen wir noch nicht. Das sieht ghostly aus.
Wenn ich so ein richtig arschiger Poltergeist sein wollte, der Leute dann wirklich erschrecken will, dass sie vielleicht einen Herzinfarkt kriegen. Ich glaube, so eine Fresse wäre da vielleicht ganz halbwegs angemessen. Schon wieder leer. Ja. Wie das Hirn eines Influencers. Ich meine, wir wissen ja, einer hat da Zettel nur als Markierung hinterlassen, ohne groß was draufzuschreiben. Wasser zu Ende, ja? Ja, vielleicht kommt ja nochmal, obwohl... Wir haben jetzt noch 51 Räume, ne? Ach, kein neuer Spielautomat für uns? Kriegst halt keinen, Ossel. Bläh. Hast schon genug Minispiele gespielt. Oh. Und können wir jetzt was modifizieren? Error. Immer noch Error. Und da wird sich da was getan haben. Ich meine, irgendwas doppelt zu lesen, bringt das was? Ach, 194 Fatalities. Die Kuh hat immer noch mehr getötet. Nee, ich glaube, da hat sich nichts getan. Ich probiere mal die beiden Computer nebendran noch. Vielleicht ist ja da jetzt was. Ne. Ich gehe diesmal rechts. Was, du hast 179 installiert, Behemoth. 179, ist das irgendein neues Spiel, von dem ich noch nichts weiß? Oder weiß ich davon schon was? Grübel. Okay. Da war was in der Alertbox. Danke für den Host, Belly. Habe ich doch schnell mal gucken müssen, weil irgendwie war die wieder ausgeblendet. Die hätte da oben sein sollen. Es hängt auch keine Spinne an der Decke, wie ich mir es ja mal gewünscht habe. Obwohl, mit seinen Wünschen soll man ja vorsichtig sein, ne? Behemoth macht wieder ein Facepalm. Ja, warum installierst du auch 179 Spiele? Ach ja. Können wir uns nicht ein Seil basteln aus diesen ganzen Spinnenfäden? Weil die sehen dick genug aus. Und ich habe mal gehört, ein Spinnenfaden der Dicke eines Bleistifts sollte ein Flugzeug am Start hindern können. Ich meine, ob das stimmt oder nicht, kann ich nicht sagen. Ich habe es nie selbst ausprobiert, weil ich nie so Spinnenseite in der Dicke eines Bleistifts hatte. Aber naja. Ich habe gar nicht auf die Musik gehört. Der war vielleicht jetzt schon wie lang hinter mir, und ich habe einfach nichts gerafft. Ganz großes Kino hier wieder. Man wollte erschrecken, ja, wollte man. Dank für den Follow, Razer. Vielen, vielen Dank. Ja, wie war das? Ich brauche noch, jetzt noch, wie war das? 34 Follower, ne? Dann kann ich Twitch Affiliate werden, nicht Partner. Ist ja ein Unterschied. Aber ich weiß immer noch nicht, ob ich den Schritt gehen will oder nicht. Andererseits, man kann es ja mal wagen. Rausgeflogen ist man immer wieder schnell, ne? Ob Twitch das auch so sehen? Keine Ahnung. Eine einsame Masturbationskammer. Sehr gut. Aber auch wenn ich jetzt irgendwie Affiliate wäre bei Twitch oder so, ich würde die Streams und so nicht voller Werbung klatschen. Bei YouTube war ja pro... Danke für den Host, Behemoth. Pro Video war da auch nicht mehr als eine Werbeeinblendung gewesen und jetzt halt im Moment keine. Oder, ja, ich weiß halt noch nicht, wie ich in Zukunft weitermache mit dem ganzen geschäftlichen Anteil. Scheiß drauf. Welche Tür meint ihr? 1, 2 oder 3? Ich meine, wenn da jetzt gleich um die Ecke kommt, dann nehme ich die 3. Aber naja, probieren geht über studieren, stimmt. Machen wir dann auch bei dem Podcast so, den wir irgendwann machen wollen. Da hat solche ja gestern noch mal... Oh Mist, ich das darf ich bestimmt nicht verraten. Oh ja, scheiße! Okay, die 4, ja, okay, wenn ich die erste Tür mitgezählt hätte, dann wäre die letzte Tür die 4 gewesen. Autohost, weiß ich nicht, ob der an ist. Das wird mir, glaube ich, nicht eingeblendet über Streamlabs. Über die Alertbox. Aber wenn du einen Autohost drin hast, dann gehe ich davon aus, dass er an ist. Jetzt habe ich da so rumgeeiert. Da kommt einfach der Sichelmörder von hinten. Pff, echt zu vernachlässigen, der Typ. Danke für den Host, Smoo. Jetzt kommt alles an. Ach ja. Vielen lieben Dank. Ossel wird noch richtig groß, ne? Irgendwann mal. Aber eigentlich in den letzten 10, 15 Jahren bin ich eigentlich immer nur in eine Richtung gewachsen, und zwar in die Breite. Okay, links oder rechts? Was meint ihr?
Ist an. Okay, gut. Behemoth hat für solche überprüft. Sehr schön. So. Halt, stopp! Jetzt red ich! Bevor ich's wieder vergesse, ich wollte euch ja noch die Bilder zeigen, die auftauchen, wenn man von dem Kuh-Dämon verfolgt wird. Und die habe ich mal rausgeschnitten und hier seht sie euch an. Ja, das ist ein Bullenkopf, ne? Der hat zu viele Steroide gefressen, würde ich sagen. Dies wiederum sieht aus wie ein Darmausgang. Hm, das ist nicht schön. Ist das etwa die Innenseite einer Bratröhre? Das geht doch nicht. Also das ist ja jetzt mal wirklich gar nichts. Das sind ja Flecken. Ja, also war nicht so wirklich was mit Fotos von geschlachteten Kühen und so weiter, ne? Nee, das hat man sich dann nur eingebildet. Man ging davon aus, weil das Spiel ja das irgendwie nahelegte, ne? War dann aber doch nicht so. Ja, und hier habt ihr jetzt quasi auch den kleinen Cliffhanger, ne? Es sind ja noch etwa 15 Räume plus minus. Wer weiß, wie lang könnte sich das noch ziehen? Gibt es wirklich einen großen Bossraum? Gibt es einen großen Bosskampf? Ja, das müsst ihr dann herausfinden in der nächsten Folge, die bestimmt auch bald erscheint. In dieser Folge, naja, wir haben jetzt den Wassergeister kennengelernt. Die Geschichte mit den Walen, das finde ich doch ein bisschen beunruhigend. Ja, ich würde sogar so weit gehen, das ist so richtig gruselig, ne? Weil stell dir mal vor, da lebt irgendwas im Magen und frisst sich von innen nach außen und so. Und ja, da sind wir wieder bei der Alien-Thematik, ne? Also heftiger Scheiß, ne? Schöne Geschichte. Gut, also ich sag dann mal danke fürs Dabeisein, ne? Bis bald, wenn ihr möchtet. Und ja, macht's gut.